So, hier wird mal wieder schön frisch der Rasen mäht, damit alles in Ordnung aussieht. Genau, nicht so hässlich wie bei den Mädchen da drüben. Meine Blumen sind wirklich 1A. Genau, nicht so wie bei den Jungs da drüben. Da verwelkt alles. Wir sind sowas wie die Jungsarmee. Was die wohl den ganzen Tag da drüben machen, die Jungs? Ist mir auch ganz egal. Hauptsache, die bleiben auf ihrer Seite. Die haben hier nichts zu suchen. Genau, die können wirklich da bleiben, wo sie sind. So, ich bin dann nun auch fast fertig. Meint ihr, die Mädchen würden sich freuen, wenn wir ihr mal einen Besuch abstatten? Sag mal, was hast du daran nicht verstanden, dass wir nur Jungs sind und noch nur mit Jungs abhängen? Ah, okay, verstanden. War ja nur so eine Frage. Ab geht es nach Hause! Da! Ah! Hey, was machst du denn hier? Sag mal, kannst du nicht erkennen, wo du dich befindest? Ich kann mich ganz, ganz gut erinnern, wo ich mich befinde. In Brookhaven, falls du das nicht weißt. Du bist auf der falschen Seite. Du hast dich dort drüben hinzufügen. Warte mal, da drüben? Warte mal, zu den blauen Häusern? Hey, ich bin in den orangen Häusern. Nein, du gehörst zu den Jungs. Ja, also ich bin ein Junge, aber was ist denn daran... Das große Problem, ich verstehe jetzt nur Bahnhof. Ganz einfach, das sind die schmierigen Mädchen. Schmierige Mädchen? Was bedeutet das denn jetzt? Na, seh doch mal an, wie viel Schminke du im Gesicht hast. Na, schau mal, wie du stinkst. Du hast dich tagelang nicht mehr geduscht. Lieber stinken, als in einen Malkasten gefallen zu sein. Ist mir auch ganz egal. Ich will einfach nur nicht, dass ihr in unsere Seite rüberkommt. Oh, Leute, ich habe es schon verstanden, was hier abgeht. Irgendwie ist es hier ein bisschen gerade alles zu heiß. Leute, wir sollten uns echt mal ein bisschen beruhigen. Wir sollten mal runterfahren. Die blaue Seite, die pinke Seite. Alle sollten sich mal ein bisschen beruhigen. Du bist doch nichts anderes. Du bist auch so ein ekelhafter Junge. Ja, schließe dich lieber unserer Seite an. Warte mal. Nein, ich bin weder zu der Mädchenseite noch zu der Jungsseite. Ist mir auch ganz egal, was ihr macht. Aber seht zu, dass dieses blöde Auto hier weg. Wow, Alter, das war echt krass. Leute? Ach, das sind halt die Mädchen, die nerven eh. Leute, was geht denn hier ab? Alter, ihr habt es mitbekommen. Hier ist anscheinend so eine Mädchenseite. Mach dein Auto da sofort weg. Du bist über der Strichelinie. Ja, tut mir leid. Oh mein Gott, ich darf anscheinend nicht auf der Mädchenseite sein. Ich werde mich mal neutral hinstellen und stelle mich hier ganz, ganz hinten hin. Oh mein Gott, Leute, was geht denn hier ab? Irgendwie sind die alle ganz schön sauer. Denn das hier rechts neben mir ist anscheinend die Mädchenseite, wo alles nur Mädchen sind. Und links befindet sich die Jungsseite. Aber ehrlich gesagt finde ich beide Seiten cool. Ich mag Mädchen genauso sehr wie Jungs. Aber Leute, man kann sich doch nicht entscheiden für eine Seite. Mädels, ich habe die Faxen dicke mit den Jungs. Das habe ich schon lange. Ich würde sagen, Mädels, kommt mit nach drinnen. Wir rufen den Notstand aus. Alarmstufe rot. Und die ganzen Mädchen sind da jetzt auch reingelaufen, Leute. Und man kann natürlich nicht mitbekommen, was die da reden und so. Aber ich bin ja Vitamine. Wie wäre es, wenn wir sie ein bisschen belauschen? Gehen wir mal auf die andere Seite, Leute. Ich meine, wir müssen echt vorsichtig sein. Aber wenn wir sie ein bisschen belauschen, dann können wir vielleicht herausfinden, was sie jetzt machen wollen. Da drüben sitzen sie, Leute. So ein bisschen kann ich sie beobachten. Also ich würde sagen, wir greifen die Jungs an. Das würde ich auch sagen. Die Jungs anzugreifen wäre die beste Möglichkeit, sie zu verscheuchen. Aber wie sollen wir denn sowas dann bitte machen? Mädels, dafür gibt es Internet. Wir können uns doch Panzer und Waffen bestellen. Ja, lass sie ein bisschen einschüchtern. Ich meine, so werden die auf jeden Fall sich nicht mehr auf unsere Seite trauen. Wir nennen es Operation Vernichtet Jungs. Wow, habt ihr das gehört? Die wollen einen Krieg anfangen gegen die Jungs. Oh mein Gott, Leute, was geht denn hier ab? Ich würde sagen, wir kommen morgen nochmal auf jeden Fall hier hin. Das ist mega krass. Ja, ich habe fast den neuen Highscore. Ah, nicht schlecht. Fast einen neuen Highscore. Sag mal, ich habe seit einem Tag nichts mehr von den Mädchen gehört. Ja, die waren auch nicht mehr draußen. Das war ein bisschen komisch. Ist doch ganz egal. Hauptsache, ich knack den Highscore. Ehrlich gesagt hat mich das schon ein bisschen verwirrt, dass die Mädchen nicht mehr da sind. Mädchen und nicht mehr da sind, dass ich nicht lache. Das wäre zu schön. Ja, das wäre wirklich zu schön. Dann hätten wir die ganze Seite für uns. Und hätten sogar vier Häuser, die wir in blau anstreichen können.
kennen. Ja, Leute, aber ganz ohne Mädels wäre es doch auch langweilig. Stimmt, niemand, der uns mehr auf die Nerven gehen würde. Genau, niemand, der uns mehr auf die Nerven gehen würde. Und schau mal, ich hab gleich den Highscore. Das wolltest du schon vor einer halben Stunde erreicht haben, mein Freund. Leute, hört ihr das? Irgendwie haben wir gerade ein Erdbeben oder so. Leute, schaut euch das mal an. Willkommen, die Mädchenarmee ist wieder da. Und niemand wird es wagen, uns anzugreifen. Hier ist die Mädchenarmee. Ich würde sagen, Mädels, Feuer! Boom, das war ein absoluter Volltreffer. Gut, Mädels. Leute, was geht denn hier ab? Jetzt bin ich einmal angekommen wieder und wollte mir das Geschehen anschauen. Und nun stehen hier pinke Panzer und... Oh, ich glaube, das ist eine Jungs-gegen-Mädchen-Armee. Und was macht denn ihr zum Teufel hier? Mach dich dort drüber auf die andere Seite. Oh, okay, ich gehe ja schon auf die andere Seite. Mach dich auf die Seite der Mädchen-Armee. Du gehörst nicht zu uns. Ja, was passiert denn hier? Oh mein Gott, Leute. Stopp. Hier können wir nicht rumschießen. Das ist, nicht in Ordnung. Weißt du, was nicht in Ordnung ist? Dass ihr Jungs hier in der Stadt seid. Ihr solltet euch verziehen. Leute, wir können das doch alles ganz, ganz in Ruhe klären. Und, oh nein, jetzt ist hier eine Jungsarmee und eine Mädchenarmee. Du solltest dich lieber schnell verziehen, denn hier ist die Mädchenarmee. Die Jungsarmee ist eh stärker. Wow, Leute, oh mein Gott, okay, ich hau lieber schnell ab. Alter, was geht denn hier ab? Und schaut euch mal das an, Leute. Die haben echt dieses eine Haus hier angegriffen, die Mädchen. Oh mein Gott, es brennt alles. Alles ist mit Feuer voll. Oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Wow. Okay. Das Haus ist kurz vorm Einbrechen, Leute. Wir sollten hier auf jeden Fall schnell rausgehen. Oh Mann. Da wurde wirklich das Jungshaus extrem beschädigt. Halt die Stellung, Freddy. Werde ich tun, Boss. Wir müssen deren Haus nun auch beschädigen. Ja, das sehe ich auch so, aber wir haben keine Panzer oder sowas. Wir können sie nicht angreifen. Oh doch, du wirst dich hinter das Haus positionieren und versuchen reinzulaufen. Schleiche dich rein, ich werde sie so lange ablenken. Und dann, kaboom. Oh, ich verstehe. Reinschleichen und dann, kaboom. Alles klar, du hast den Plan verstanden. Ich kümmere mich so lange um die Mädchen. Hey Mädchen, wir wollen mit euch reden. Dass ich nicht lache, dass die Jungs mit uns reden wollen. Über was wollt ihr mit uns reden, hä? Ach, wir wollten nur sagen, dass wir uns ergeben. Ja, ihr habt gewonnen, okay? Wir fallen nicht auf eure billigen Tricks rein. Oh nein, wir haben überlegt, wir wollen uns wirklich ergeben. Okay, mein Boss hat gesagt, schleichen. Schaut, Mädchen, ich nehme auch die Waffe weg. Keine Sorge. Okay, also können wir ihm wirklich vertrauen. Er hat seine Waffe niedergelegt. Aber was ist, wenn sie uns irgendwie schwulen wollen? So, mein Boss hat nur gesagt, Bombe platzieren und dann... Kaboom! Und kaboom! Wow! Geile Explosion, Mann! Warte mal, Mädels, haben die uns doch reingelegt! Oh nein, unser guter alter Mädelsclub ist in Luft aufgegangen! Nein! Das hast du gut gemacht! Laufen, laufen und kaboom! Ihr habt uns reingelegt! Mädels, formiert euch! Schießen! Feuer! Feuer, Feuer! Ich schieße, was das Zeug hält! Los! Die Jungs werden jetzt besiegt! Verstecken, verstecken! Wow, das war nochmal knapp! Wow, Chef, das war cool! Kaboom! Das war sehr gut, aber die Mädchen heizen uns gerade sehr gut ein! Die Mädchen sind waffentechnisch echt überlegen, Boss! Da! Oh mein Gott, stopp, Leute, nein, das könnt ihr nicht machen. Hau lieber ab oder wir werden auf dich schießen. Stopp. Hey, ihr könnt doch nicht weiter hier rumschießen. Ich meine, ihr habt dieses eine blaue Haus dort schon zerstört, was komplett am Brennen ist, am Qualmen ist. Und dann brennt jetzt sogar das eine Mädchenhaus. Was wollt ihr denn noch alles? Wir wollen, dass die Mädchen recht bekommen, dass die Mädchen am coolsten sind. Oh Mann, Leute, was geht denn hier ab? Mädchen gegen Jungs. Ein echter Krieg. Oh nein. Die Mädchen haben einen riesigen Panzer. Die Jungs haben da auch so ein gepanzertes Fahrzeug. Und jetzt haben die sich in den Keller verschanzt. Wenn die mit dem Panzer drauf knallen, dann ist es auf jeden Fall das gewesen mit dem Haus. Oh Mann, Leute. Aber Boss, was sollen wir denn nun tun? Sollen wir etwa nochmal Kaboom machen? Nein, macht euch keine Sorgen. Ich habe einen perfekten Plan. Ah, das nenne ich Plan B. Und wie geht Plan B?
Den muss ich mir jetzt erstmal ausdenken. Okay. Wow, okay, Leute, die Mädels schießen hier wieder fleißig auf das Haus von den Jungs. Und die Jungs haben anscheinend einen anderen Plan. Oh Mann, Leute, das war der erste Teil von Jungs versus Mädchen. Oh mein Gott, ich hoffe auf jeden Fall, die Jungs haben sich gut versteckt. Und ich hoffe, dem Mädchenhaus geht's auch schnell wieder gut. Weil ich würde auf jeden Fall gerne die Feuerwehr holen, aber die wollen echt nicht, dass ich hier irgendwas hole. Und oh, die schießt ja alles voll. Leute, 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 das war auf jeden Fall krass. Schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, Leute, welches Team seid ihr? Seid ihr lieber Team Mädchen oder lebt ihr Team Jungs? Oder seid ihr neutral? Also für keine beiden Seiten, weil Krieg ist echt was ganz, ganz Blödes. Und das sollte es auf jeden Fall niemals geben. Wenn euch das Video dennoch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.